Moin Moin und herzlich willkommen zum literarischen Spuktober 2022. Ich habe heute die Ehre, dieses Projekt abschließen zu können mit meinem Video, denn es haben sich mal wieder einige Booktuber zusammengetan, um zum Thema Halloween, gruseliges Bücher etc. im Laufe des Oktobers, des Spuktobers, eben Videos hochzuladen. Alle teilnehmenden Kanäle und deren Videos findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt, falls ihr das verpasst habt. Und ja, ich darf jetzt als letztes ran an Halloween und freue mich natürlich darüber sehr, sehr. Ich habe überlegt, ich möchte euch heute Hexenromane vorstellen. Drei Buchtipps zu diesem Thema und auch drei sehr unterschiedliche Bücher, die ja eine sehr unterschiedliche Intensität von Grusel haben. Also sollte vielleicht auch für jeden etwas dabei sein, der sich für Hexen interessiert. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an mit einer Jugendbuchreihe, die ich damals wirklich sehr, sehr gerne gelesen habe und die auf jeden Fall etwas mit Hexen zu tun hat, weil unsere Protagonistinnen zwei Hexen sind. Witches Hexen Girls heißt die Reihe. Die Entdeckung der Kraft ist Band 1. Ihr seht hier unten auch alle weiteren Bände. Ich glaube, insgesamt sind es 10. Ihr könnt die nur noch gebraucht bekommen, aber ich glaube, man bekommt sie immer noch sehr gut und sehr günstig. Ich habe sie mir auch nach und nach gebraucht zusammengesammelt, weil ich ja als Jugendliche eben so die ersten Bände gelesen habe und dann irgendwann sie dann ja vervollständigen wollte. Ja, hier geht es um Artemis und Apolla. Das sind Zwillinge. Zwillingshexen, um genau zu sein, und die werden bei ihrer Geburt getrennt, weil sie so am besten geschützt werden sollen. Sie wachsen denn in Pflegefamilien auf unter den Namen Cameron und Alexandra und wissen auch nichts voneinander. Sie wissen auch nicht, dass sie adoptiert sind oder dass sie halt einfach ja einen Zwilling haben. Sie sind aber so stark, wenn sie zusammen sind und daher eine Bedrohung für den großen Zauberer Tantros und deswegen werden sie ja bei ihrer Geburt getrennt. Irgendwann laufen sie sich aber über den Weg und sind erstmal wie vom Donner gerührt, dass sie jemanden gefunden haben, der genauso aussieht wie sie. Sie sind aber ganz unterschiedlich aufgewachsen und auch sehr unterschiedlich vom Charakter, wie man hier auch so ein bisschen am Cover erkennen kann. Und sie merken sofort eine Anziehungskraft, aber auch, dass irgendeine Kraft in ihnen erweckt wird und auf einmal müssen sie diese Kräfte auch anwenden, denn es kommen Bedrohungen auf sie zu. Ich mochte diese Mischung aus ja, normalen Teenager-Leben an der Schule und so weiter, Freunde finden, aber auch wie die beiden sich kennenlernen, ja, einfach ein verloren gegangenes Teil, was sie nie wussten, dass das verloren gegangen ist, die sie jetzt auf einmal zusammenfinden. Und weil sie eben so unterschiedlich sind, macht es das Ganze einfach interessant. Aber natürlich diese mystische, ja, magische Hexenebene dabei hat das Ganze irgendwie rund gemacht. Und kann ich auf jeden Fall allen Jugendlichen empfehlen, die sich an dieses Thema heranwagen möchten. Aber auch Erwachsene, die es jetzt nicht ganz so gruselig brauchen und Lust haben auf eine Reihe. Dann, ja, auf jeden Fall lest da gerne mal rein. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und hatte auf jeden Fall viel Herzblut, was da reingeflossen ist, sehr viel Freundschaft, sehr viel Familien, also sehr viele realistische Themen eben mit dabei, aber halt, ja, die magische Ebene ist auch immer wieder präsent und es ist auf jeden Fall sehr rasant und spannend auch geschrieben. Wir gehen zum nächsten Hexentipp. Jetzt wird es auf jeden Fall schon etwas gruseliger. Im Schatten der Hexen ist ebenfalls eine Hexenreihe. Hexenring ist Band 1 und das ist auch mein Favorit dieser Reihe. Es ist halt ein Harz-Krimi und ich finde, was passt am besten zu Hexen, ist ja wohl der Harz oder andersrum, was passt am besten zum Harz, das sind irgendwie die Hexen. Und da hat die Autorin Katrin R. Hotovetz ja ganz, ganz viel recherchiert zu diesen ganzen Legenden und Mythen rund um den Harz und um Hexen und hat das alles hier mit in ihre Reihe hineingewoben.
Und sie hat sehr, sehr atmosphärische Settings geschaffen. Natürlich der Wald, der Harz, bietet sich dann natürlich auch extrem gut an. Wir treffen hier auf Gerda Hoffmann. Gerda Hoffmann wohnt in einer alten Mühle mitten im Wald. Und ihre Enkelkinder, die öfter mal zu Besuch kommen, die müssen sich jetzt mal wieder eine Gruselgeschichte von ihr anhören. Doch diesmal scheint ja ihre Oma das doch ein bisschen ernster zu nehmen. Sie gibt ihnen auch einen seltsamen Tee vorher zum Trinken und es scheint sehr, sehr besorgt zu sein. Sie erzählt ihnen nämlich die Legende des Hexenrings und sie scheint Angst zu haben, dass sich eine alte Legende, eine alte Geschichte von früher ja in der heutigen Zeit wiederholt. Gleichzeitig lernen wir den Kommissar Joachim Breitner kennen, der ermittelt gerade am spurlosen Verschwinden mehrerer Kinder und kann sich da überhaupt keinen Reim drauf machen, bis er irgendwann einen Tipp bekommt, sich eben an diese Gerda Hoffmann zu wenden, die mitten im Wald wohnt. Und zunächst ist er gar nicht davon begeistert, denn sie legt Tarotkarten und erzählt irgendwelche seltsamen Sachen von Legenden. Aber als er sich dann darauf einlässt, scheint das auf einmal alles Sinn zu machen und sie verstricken sich immer mehr ja in diese Legenden des Waldes und ja in diese Hexengeschichten. Und sie werden schon erwartet im Wald. Ja, das Ganze fand ich wirklich atmosphärisch und gruselig. Es ist nicht sehr blutig oder so, dennoch konnte ich mich hier wirklich sehr, sehr gut gruseln. Und ich mag es ja immer, wenn es mit alten Legenden irgendwie verbunden wird. Und das hat es wirklich sehr gut gemacht. Ich habe die weiteren Bände auch gelesen oder einige der nächsten. Ich glaube, insgesamt drei habe ich gelesen. Es gibt aber schon mehr. Aber das finde ich immer noch das Beste, der Anfang der Geschichte. Und es ist auch relativ abgeschlossen. Am Ende wird noch mal so ein bisschen eine neue Story aufgemacht, und dann wird gezeigt, okay, da geht es noch weiter. Aber der Fall an sich ist dann erstmal abgeschlossen. Und da ja, kann man denn, wenn man da jetzt nicht ganz so monkig drauf ist, kann man ganz gut abschließen mit dem Band 1, wenn man jetzt keine Lust hat auf eine Reihe. So, und jetzt kommen wir zum dritten Tipp und das ist auch der blutigste. Passend dazu ist es auf jeden Fall im Vester Verlag erschienen. Das Jahr der Hexen von Alexis Henderson. Ja, das Buch ja, verbindet so ein bisschen Historisches und auch ja diesen fantastischen Horroranteil mit den Hexen. Aber das Gruseligste sind hier nicht unbedingt nur die Hexen. Wir treffen hier auf Emanuelle und sie ist allein schon, weil sie existiert, schon ein ja ein Dorn im Auge von der Gesellschaft, in der sie lebt. Sie lebt in einer sehr puritanischen Gesellschaft, sehr, sehr religiös und die Frauen haben dort nicht viel zu melden und erst recht nicht sie. Denn ihre Mutter hat damals etwas getan, ja, wofür sie jetzt so ein bisschen mitverantwortlich auch gemacht wird, beziehungsweise wird ja so ein bisschen Rückschlüsse gezogen, wenn ihre Mutter schon so war, dann wird sie ja wohl ähnlich sein. Und tatsächlich merkt Emanuelle irgendwie eine Anziehungskraft, die aus dem Wald herauskommt, denn im Wald leben mehrere, ich glaube vier Geister von Hexen und sie fühlt sich einfach magisch angezogen von denen, obwohl sie ja als böse verschrien sind und ihr auch wirklich Angst machen und ihr immer wieder verboten wird, in den Wald zu gehen, aber irgendwann kann sie diese Anziehungskraft nicht mehr standhalten und sie geht dorthin. Und wird auch von den Geistern der Hexen aufgesucht und ihr wird ein ja seltsames Geschenk gemacht. Und zwar wird ihr das Tagebuch ihrer Mutter überreicht. Und sie liest nun in diesem Tagebuch, auch wir bekommen hier so einige Einblicke in das Leben ihrer Mutter und sie versucht zu verstehen, warum sich ihre Mutter damals mit den Hexen eingelassen hat. Was ich hier sehr gut fand, war, dass es nicht schwarz-weiß gezeichnet wird. Also hier sind nicht die Hexen das Böse oder das Gute, sondern sie haben beides an sich. Sie sind weder gut noch böse, sie sind oder sie sind beides, sagen wir einfach so.
Und wie gesagt, das Gruseligste sind hier nicht diese Hexen, auch wenn sie sehr, sehr gruselig dargestellt werden. Und auch der Wald, in den Emmanuel hineingerät und diese Anziehungskraft, die spürt man auf jeden Fall als Leser sehr. Aber am unheimlichsten und schlimmsten ist eigentlich diese Gesellschaft, die hier aufgebaut wird. Und der, ja, alles Wissende und herrschende Prophet, der hier irgendwie die Gesellschaft aufbaut. Und ja, Manuel erfährt halt, dass Mädchen in der Vergangenheit missbraucht, gefoltert und verbannt wurden. Und da möchte sie so ein bisschen Licht ins Dunkle hineinbringen. Und gerät natürlich dadurch auch so ein bisschen ins Visier des Propheten. Und sie versucht ja herauszufinden, warum das alles so ist, wie es ist. Und ja, das Ganze hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es passenderweise tatsächlich auch im Harz-Urlaub letztes Jahr gelesen und da hat es extrem gut hineingepasst. Es soll ja wohl auch noch einen zweiten Band dazu geben. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile schon erschienen ist, aber er wurde auf jeden Fall angekündigt. Ja, hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber vielleicht bekommen wir dann hier noch mehr von den Hexen mit, weil die Hexen sind hier nicht immer im Vordergrund, sondern es geht halt eben auch um diese puritanische Gesellschaft und die dunklen Kräfte, die in Emmanuel aufblühen. Ja, ziemlich, ziemlich cool gemacht, aber es macht einen, wühlt einen natürlich auch sehr, sehr auf, was mit den Frauen dort geschieht. Ja, das waren meine drei Hexentipps schon, beziehungsweise Hexenbuchtipps. Ich habe natürlich auch noch einige andere gelesen, aber ich dachte, ich fokussiere mich jetzt mal auf die drei, weil die irgendwie so auch drei Ebenen von Hexenbüchern abbilden. Und ja, passenderweise wollte ich euch hier auch noch zeigen, dass ich mir einen Tee in dieser wunderschönen Witch's Brew-Tasse gemacht habe. So, hatte sie auch noch mal einen Auftritt in dem Hexenvideo. Und auch wenn es jetzt relativ kurz war, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und da ich dieses Jahr noch ja leider nicht so sehr zu den Spuktober-Videos gekommen bin, so diese ganzen Grusel-Videos, auf die ich mich sehr gefreut habe und die ich ja immer wieder gerne für euch produziere, möchte ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, bei den anderen Booktubern vorbeizuschauen, die eben auch zu dem Thema Grusel Videos hochgeladen haben. Aber ich verlinke euch auch meine Playlist von gruseligen Videos. Ich habe ja in den letzten Jahren schon so einiges produziert und hochgeladen. Und falls euch jetzt noch nicht das reicht und ihr einfach noch gerne mehr haben möchtet, jetzt an Halloween oder zur späteren Zeit im düsteren November, wie auch immer, dann schaut da gerne vorbei. Ich habe diese Playlist extra zusammengestellt für Grusel- und Horrorfans und hoffe, dass da einiges für euch dabei ist. Da bin ich auf jeden Fall von überzeugt, wenn ihr auch Gruselfans seid. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch ein tolles, gruseliges Halloween, tolle atmosphärische Lesestunden und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.